So, und schon sehen wir uns dem nächsten großen Rätsel gegenübergestellt. Wir brauchen 1 Million Dollar, um einen Diamanten zu beschaffen. Mit dem wir dann die Zeitmaschine reparieren können. Wo bekommen wir nur 1 Million Dollar her? Ja, Bernard, scheint auch ratlos. Gott sei Dank weiß ich schon die Antwort. Und keine Angst, ich werde in Zukunft auch Retro-Spiele spielen, die ich noch nicht komplett auswendig kann. Nur ich finde das mal zur Abwechslung hier ganz cool, weil mir das bei Warcraft Adventures ein bisschen peinlich war, dass ich in den letzten 2-3 Folgen teilweise minutenlang rumgerannt bin. Oder die ganze Folge, ohne eine Ahnung zu haben, was ich machen soll. Aber das wird uns danach beim nächsten Let's Play auch wieder passieren. Warcraft Adventures nehme ich jetzt danach weiter auf. Warcraft Adventures habe ich nämlich auch fast durch, soweit ich gesehen habe. Und dann mache ich mich an ein Adventure von Virgin Interactive mit Christopher Lloyd, bekannt als Doc Brown aus Zurück in die Zukunft, in der Hauptrolle. Ihr könnt ja mal googeln, welches Adventure das sein könnte. Und wir gehen mal runter zu Dr. Fred. Er sieht durstig aus. Wir geben ihm mal ein bisschen entkoffinierten Kaffee. Danke. Das brauchte ich jetzt. Ich hätte auch mit dem bockigen Kaffee. Muss den Safe öffnen. Muss den Vertrag unterschreiben. Muss es für die Familie tun. Folgen wir ihm mal. Leidet unter Schlafwandlerei. Okay, gucken wir, ob wir den Vertrag schnappen können. Er hat fast meine Hand abgeschlagen. Nein, das klingt nicht so nach einer guten Idee. Nebenbei, meine Katze versucht gerade herauszufinden, ob die Glühbirne einer Schreibtischlampe heiß ist. Lass es. Okay, scheinbar hat sie das Interesse verloren. Hallo Mietz. Gute Mietz. Ja. Okay. Genug Katze gestreichelt. Okay, sie scheint das anders zu empfinden, aber daran. Ich habe ja 2 Hände. Multitasking-fähig. Katze streicheln und Day of the Tentacle spielen. So, dann schieb mir mal eine Videokassette in den Videorekorder. Ja, schieb die Videokassette in den Videorekorder. Da, geht doch. Dann schauen wir doch mal auf den Monitor, was wir da sehen. 57. Okay, nur die Zahl 57. Was könnte man da machen? Wir drücken einfach mal auf Aufnahme. Dr. Fred Edison, Steuerfahndung. Bitte kommen Sie mit. Wir würden gerne mal Ihre Bücher einsehen. Oben. Das sah nicht so gut aus mit der Steuerfahndung. Wir spulen mal vor und schauen uns das Ganze mal in Zeitlupe an. Ich meine zurück. 101. 999.
57. Faszinierend. So, die Videokassette haben wir wieder. Die brauchen wir. Ich glaube nicht mehr, aber wir nehmen es trotzdem mal mit. Und dann holen wir uns mal den Vertrag aus dem Safe. Wir öffnen den Safe. Mal sehen. 101, 999, 57. Und da haben wir den Vertrag. Leider ist es schon viel zu spät, den zu unterschreiben. Der hätte schon vor Jahren unterschrieben werden müssen. Hätten wir doch nur eine Zeitmaschine. Aber erstmal müssen wir Fred dazu kriegen, den Vertrag zu unterzeichnen. Das ist gar nicht so einfach, denn er wird gerade gefangen gehalten vom Finanzamt. Ist das ein W-390B Sinnreport? Nein, es ist wieder ein 561AB unangenehme Dinge-Bericht. Aha. Gut, dass wir Dr. Fred Nehmann schon eingewickelt haben, was? Das rote Band wird ihn ganz gut beschäftigen. Was glaubst du, was die Dodgers machen? Nun, ihr Gewonnen-Verhältnis ist 28% unter Normal. Trotzdem sind sie seit Mai um 3 Punkte gestiegen. Ich habe bemerkt, dass sie sich nach einem Flugball ganz gut machen, wenn der Werfer Linkshänder ist und eine grüne Mütze trägt. Faszinierend. Gut, dass wir Dr. Fred Nehmann schon eingewickelt haben, was? Das rote Band wird ihn ganz gut beschäftigen. Sag mal, wann ist... Hey, da kannst du nicht reingehen. Spätestens um Mitternacht, nach dem 12. Arbeitstag, nach dem 1. Vollmond, nach dem Ende des Fiskaljahres. Aber man kann diesen Termin verlängern durch Ausfüllen eines RPM 78 Erweiterungsformulars, jederzeit vor Geschäftsschluss am 2. Dienstag nach dem 1. Freitag im März. Wenn man verheiratet ist, muss man natürlich noch die K-7209 Erklärung über gemeinsame Interessen und gegenseitige Geschenke einreichen. Klar, sonst noch was? Ich kann nicht glauben, wie durcheinander es hier ist. Sehr realistisch, die Leute vom Finanzamt. Sagtest du, du hättest dort an der PP41 dies und jenes Erklärung liegen? Nein. Wir reden mal mit den Steuerfahndern. Was gibt's? Seid ihr Brüder? Bei der Steuerfahndung sind wir alle Brüder. Wer ist euer Schneider? Sehr witzig. Was habt ihr mit Dr. Fred gemacht? Wir haben ihn Nehmann sicher verstaut, während wir seine Bücher prüfen. Nein, du kannst ihn jetzt nicht sehen. Und denk nicht mal dran, irgendwie zu versuchen, ihn zu retten. Ich schaue mich nur um. Bleib sauber, Junge. Sagtest du, du hättest dort an der PP41 dies und jenes Erklärung liegen? Ups, verklickt. Bam, bam. Wir müssen Hoch und Dr. Fred retten. Denn Dr. Fred ist gefesselt mit, wie die sagten, rotem Band. Rotes Band. Rotes Band. Zack! Das ist nur fürs Allgemeinwohl, Ted. Ted ist rot und Ted ist tot. Toller Reim. Nebenbei eine Anspielung fällt mir zum ersten Mal auf. Auf das Motto der Amerikaner während des Kalten Krieges.
Da haben die ja gegen Kommunisten gewettert mit dem Slogan Better Dead Than Red. Ja Leute, hier bei Retro Floppy lernt ihr noch was. In der letzten Folge habt ihr gelernt, dass ihr euch mit Kohlenmonoxid richtig schön in den Schlaf wiegen könnt. Also in der vorletzten Folge. Aber macht das nicht. Was wollte ich jetzt eigentlich hier oben? Achso, ich wollte da durchs Fenster durch. Dann nehmen wir mal das Seil. Sehr geschickt in die Tasche fallen lassen. Wir gucken mal, ob wir mit Dr. Fred reden können. Dr. Fred? Schläft wohl noch. Oh oh. Hey, wo ist er hin? Ah, da bist du. Oh, mir fällt etwas ein. Das Kapital muss versteuert werden, selbst wenn der Name auf dem Formular kleingeschrieben ist. Okay. Wir schubsen Fred nochmal und gucken, was er diesmal sagt. Oh oh. Hey. Spaß und Spiele, Doktor? Es gibt keinen Kommen vor der Steuerfahndung. Oh oh. Hey. Spaß und Spiele, Doktor? Oh, mir fällt etwas ein. Das Kapital muss versteuert werden, selbst wenn der Name auf dem Formular kleingeschrieben ist. Okay, er sagt scheinbar nur die zwei Sprüche. Dann gehen wir mal da raus und überlegen uns, wie wir Dr. Fred da rausbekommen. Wir haben jetzt das Seil. Das nutzen wir mal mit dem Flaschenzug. Wow, ein Flaschenzug! Durch die Kombination von flexiblen Materialien und einem Rad kann man einen mechanischen Kraftvorteil bekommen, durch Umlenkung der Bewegung und Kraft. Ihr habt's gehört, Kinder. Das ist ziemlich interessant. Ein rückläufiger doppelter Überläufer für fantastische Stärke. Warum? Warum? Scheinbar muss ich erst wieder runter. Cooper Tentakel, Mann des Jahres. Tentakel besucht Weißes Haus. Und macht es Purpur. So, wir binden mal Ted an das Seil fest. Der Humor ist so grenzdebil und schwarz. Ich liebe es. Als ich das Spiel jetzt aufgehangen. Hallo? Der erste Tentakel Remastered reagiert nicht. Ja, dann bin ich dafür, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ich guck mal, was das Spiel jetzt hat. Tschüss.